Ding Dong und ein wunderschönen Hakuna. Meine Tata ist geil, dass wieder einschaltet zu einer weiteren Runde. Sons of the Forest. Deko, mach doch hier nicht alles kaputt, Bruni. Ein wunderschön. Alles kaputt. Ein wunderschönen guten Hallo, Muchachos. Dem Nüsschen eben sein gecrowelt. Ich hoffe, Sie haben wieder Bock auf die nächste Folge. Wir sind in einem Bunker unterwegs. Wir wurden hier überrascht von einem komischen Riesenschlumpfmonster oder irgendwie sowas. Ja. Und mal gucken, was uns hier noch weiteres erwartet. Guck mal, du kannst könnte, so glaube ich, spannend werden. Du kannst ja so ins Wohnzimmer der Leute geiern. Stimmt, ja, stimmt, das ist cool. Das sind Geiermeier, ne? Wir haben übrigens super viel Feedback bekommen. Wir können leider nicht sofort immer auf euer Feedback eingehen. Es wurde auf jeden Fall wieder etwas salzig. Es hat was mit Schildkröten zu tun. Dazu aber zu gegebenen Zeitpunkten mehr. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Bunker-Action. Dazu mehr? Ja, dazu irgendwann mehr, Deko. Aber jetzt sind wir gerade im Bunker. Da muss ich mir selber Gott. Die Kommentare noch durchlesen, oder was? Ja, musst du, musst du. Ich kann's auch Katana! Sagen. Katana! Katana! Katana, Junge! Die war richtig Kill Bill-mäßig jetzt, Alter. Digga, ist ja geil, ey. Blocken kann der auch? Wie stark ist der? Check mal, check Alter. Mal. Okay, das ist ein Katana, gibt's, Stats hätte ich nicht checken. Gedacht. Ja, wo ist denn der Jürgen? Da, neben dem Golfschläger. Der ist strong, Alter. Alter, eigentlich Schwede. Muss ich den auch noch irgendwie ausrüsten. Warte mal, die Feuerwehr-Axt, die ist ja auch richtig strong. Okay, die hat noch ein bisschen mehr Shit. Aber ey, das geht schon sehr nah ran, ey. Der ist gut. Der ist sehr, sehr gut. Picken, Alter. Ich glaube, ich habe keine Tasten mehr frei. Auf 1 habe ich den Speer, auf 2 Fernkampf, auf 3 die Axt, auf 4 habe ich irgendwann muss ich das Medizin, auch nochmal checken. 5 ist Fackel. Warte mal, was habe ich auf 6? Habe ich auf 6? Ja, du musst jetzt nicht alles durchgehen hier. Auf 6 habe ich die Machete. Dir? Okay, das kann ich aus. Machete gegen Katana, das ist Machete. Amtlich, das machen wir. Die Machete. Boah. Hey, sonst noch irgendwas? So ein bisschen Essenssachen noch? Nehme ich mit. Ja. Nudels. Ja, nehme ich auch mit. Digga, geil, ey. Jetzt will ich irgendeinen Mutanten mit dem Katana zermessern, ey. Weiter geht's, Nico. Geil ist, da war es 10er Stahl. Schade, dass man die nicht so ein bisschen, ja, pimpen kann, ne? Noch upgraden. Das wäre richtig fresh. Hier ist das. Oh, wie sieht das aus hier, Mann? Bleibzimmer. War das hier das letzte Zimmer, wo wir letzte Folge drin waren? Ich weiß es nicht. Es kann aber sein, ja. Oh, gut, das heißt, sie haben das Katana übersehen. Ja, stimmt, hier ist die goldene Rüstung, Marvin. Oh. Ja, weiß gar das Katana übersehen gestern, ey. Krass. Oh, da sind die Kommentare wahrscheinlich auch schon wieder durchgedreht. Wir sind ungefähr 2-3 Folgen im Voraus, Muchachos. Ja, deswegen rasiert uns bitte nicht die Eier, dass wir nicht direkt darauf eingehen können. Ja, Kuss geht raus. Hallo. Hallo? Geht's hier nicht weiter? Da geht's unten? Nicht weiter, ne. Dass du immer ohne Lampe rumläufst, ey. Für mich ist das viel zu dunkel. Ja, ich habe auch schon eine Lampe, ey. Warte mal, wenn ich L drücke... Feuerzeug, fick dich, ey. Das fuckt mich so ab, Alter, mit dem Feuerzeug und der Lampe. Aber da kann man ja auch irgendwo hier reingehen, ne? Also wollen wir das erstmal abchecken? Und dann weiter nach unten gehen, oder? Wo willst du reingehen? Ja, achso, da geht's gar nicht weiter. Okay, ja, dann komme ich wieder zu dir. Da kommt ein bisschen Blut aus dem Raum hier, ja, ne? Ja, das habe ich auch gesehen, ne? Hallo? Oh mein Gott, Dick, hast du es gesehen? Nimm mal bitte deine Taschenlampe und leuchte da mal rein. LOL, Alter, was? Richtig geil, oder? Alter! Ja, ich bin da gerade einfach nur so, hab auf den Boden geschaut, das Blut angeschaut, bin dann wieder umgedreht. Das ist ja richtig crank, Alter. Das sieht schon richtig verrückt aus. Gerade dieser eine Skelett, der ihn so richtig mit Augenloch anschaut. WTF! Okay, ja, dann gehen wir weiter. Komm her, Marvin, es geht weiter. Ja, ja, okay, on my way. War es hier unten schon? Oder nee, da geht's ja gar nicht weiter. Hallo? Oh, jetzt lass uns unser Katana mal bitte ausrüsten und hier ein bisschen rasieren, ey. Ach, hier waren wir doch auch schon, hier sind doch diese... Oh, hier waren wir auch schon, ja, stimmt. Hier sind doch diese komischen Dämonen gewesen. Sind wir dann... Sind wir hier schon weitergegangen? Nee, noch nicht. Huh. Sind die Dämonen hier? Die sind nicht mehr da, zum Glück. Okay, das... Die haben eine Goldmaske hier noch collected, hier? Eine Goldmaske? Hier? Ich weiß nicht, ob du die hattest. Nee. Ja, wie lange willst du diese komischen Dinger noch anschauen, Alter? Oh, ja. Kannst ja wieder wechseln. Deep Sleep Sound. Ja, mach weg. Maske. Okay, dann haben wir echt einiges vergessen, ne? Zum Glück, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Alter Schwede. Ey, ohne das Katana wäre schon echt beschissen gewesen. Gut, dass ich gesagt habe, lass uns nochmal komplett zurückgehen, obwohl das vollkommen Wayne war. Aber es sieht so aus, als würdest du wieder rausgehen, ne? Ja, denke ich auch. Schade, ich wollte noch irgendwen als Opfer für das Katana finden. Ein Opfer finden wir bestimmt noch. Oh, droppen wir jetzt hier wieder irgendwo runter? Ja, gut. Drop it.
Hallo? Dann gehen wir hier nach oben und aus der Höhle raus. Vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht. Wir hatten mal eine Höhle entdeckt, wo nichts war. Wo wir nicht weitergekommen sind. Es war einfach nur so ein riesiger Raum. Vielleicht ist das ja... Oh, ist ja gerade arschdunkel, ey. Vielleicht ist das ja auch einfach nur ein Bereich, wo man irgendwann reindroppt. Warte, lass mal schauen auf der Karte, wo wir sind, ey. Was machen wir denn hier? Wo sind wir überhaupt reingegangen? Achso, bei dem Punkt sind wir reingegangen. Okay, unser Ziel war ja, das kann ich gleich nochmal vorlesen, falls ihr die letzten Folgen nicht abgecheckt habt. Das Rätsel, aber lass uns bitte erstmal schlafen gehen, ja? Das ist ja brutal dunkel, ja. Da vor uns geht einer. Wollen wir den noch schnell fertig glüht machen, der? Oder? Was wird er glühen, Alter? Sehe nichts. Hä? Wow! Was ist mit dir, Junge? Ich glaube, das ist einfach nur so ein roter Heinrich, oder? Ich werde es herausfinden. Nachdem ich ihn mit meinem Samurai-Schwert bearbeitet habe. Wie, du lebst noch? Okay, der ist tot. Kann ich dir helfen, oder? Ja, diese... Ist da noch einer, Junge! Wie viele? Aua! Digga, das sind richtig viele! Ich mach das Licht. Hier war noch irgendwo einer. Ja, hast du ihn? Oh, pass auf, der springt auf dich zu! Digga, warum leuchten die Dudes denn alle, Alter? Oh ja, Digga, was ist hier los? Hier ist richtig viel Action! Alter! Digga, der wird einfach zersägt. Oh, Lederbeutel, Deko, für dich? Ich glaube, du hast mich fast umgebracht. Du hast die Rüstung aber noch komplett an. Ja, die Rüstung ist da. Aber meine HP waren auf 1 gerade. Was? Echt? Ja. Sorry, Alter. Okay, dann mache ich hier mal wieder ein Zelt. Da sind wir also dabei. Pilze. Erstmal die Pilze hier. Oh, Risiko, Digga, Risiko. Weiß nicht, ob die gut waren. Bevor wir schlafen gehen, Feuer. Vielleicht ist es ja gut, dass wir einfach hier ein Feuer anhaben. Bei Nacht, weißt du, das uns wärmt, das uns kuscheln lässt. Hier ist so ein einzelner Arm. Der wird mir als grünes Essen angezeigt. Ja. Dann kannst du ihn essen. Aber ich weiß nicht, ob das so geil wäre. Also, ist halt grün, ne? Also. Ja, also, man kann es essen, sag ich mal so. Fleisch ist Fleisch, ne? Ob das jetzt irgendwie Rind ist oder Mensch. Also essen das kannst du. Das ist verbranntes Fleisch. Ich kann verbranntes Fleisch nicht wegschmeißen. Echt, kannst du nicht? Der ganze Rest ist cooked. Dann essen wir mal einen Happen vom Schlafen gehen. Oh. Gönnen uns einen Schluck aus der Trinkflasche. Stimmt, Cookfleisch habe ich auch noch da. So, nochmal Medizin reinballern. Sind wir hier gerade safe? Taschenlampe rausholen. Mhm. Wir müssen hier noch einige Typen rumliegen. Guck mal, Calvin chillt hier mal wieder sein Live. Oh, ich höre wieder was. Schon wieder. Ja, hier hinter dir. Brenn in der Hölle, Brudi! Läuft der da rein? Ja. Digga, er schlägt einfach Calvin kaputt, der arme Sack, ey. Wow! Ja. Kannst du ihn saven? Was? Ja, Calvin. Hey, warum? Ja, nicht, dass er stirbt. Der muss noch für uns arbeiten. Ja, das stimmt schon. Wer bist du, AMK? Wie spät haben wir es denn? Ich guck mal kurz, können wir schon wieder... Lohnt es das überhaupt noch? Guck mal, wenn du jetzt auf den Wecker schaust, ja, es ist 3.50 Uhr, dann denkst du dir so, fuck off, Alter, jetzt habe ich noch irgendwie 2 Stunden zu schlafen, ey. Oh, endlich! Oh! Oh, super nice, super geil. Ja, dann lass uns ja am besten nochmal das Lagerfeuer anmachen. Ja, ich such das gerade. Ah, oh, wie geil die Vögel zwitschern, ne? Und das, obwohl hier schon wieder Herbst ist, ne? Eigentlich müssen wir schon längst abziehen. Hast du irgendwas gegessen? Wow, da oben! Digga, der schafft so, Alter. Ey, Marvin, musst du aufpassen, Alter. Warte, du meintest, du den kann ich jetzt... immer dein Katana auf über die Rübe. Okay, sorry. Schon wieder halb down. That's not what I want to. Ja, but you keep doing it. Dann werde ich gleich wieder die Axt nehmen. Da bin ich, glaube ich, konzentrierter unterwegs. Dann können wir uns jetzt aber erstmal wieder Knochenrüstung machen. Wie viel hast du im Portemonnaie? Ich habe Knochenrüstung. Nichts. Also Knochenrüstung? Ich weiß auch nicht, weil ich hatte ja eigentlich volle Knochenrüstung, als ich mir die goldene Rüstung angelegt habe. Ja, dann legst du einfach nur wieder was ab. Ich habe jetzt noch 6. Okay, dann legst du die wieder ab. Also die verbrauchst du dann nicht. Oh, dann wird geschossen. Geschossen? Okay. Ja, die Olle schießt. Ja, dann ist hier unsere Lady in der Nähe. Geil. Support ist kein Mord, ne? Einmal bitte anzünden wieder. Die hier sind einfach zu viele Leichen, ich Digga. Ich rette sie! So, ich esse nochmal gekochtes Fleisch, das hatte ich hier auch schon fertig gemacht. Also das hat jetzt echt... Nein, ja! Digga, ich bin gerade dabei zu essen, plötzlich kommt so ein Jürgen von der Seite, ich hab nichts mehr, ey. Alter, ich bin gleich 2 Jürgen. Aua!
Gut, Rico, wir werden gerade überfallen hier. Also wäre schön, wenn du bei mir bleibst. Scheiß auf die Olle. Ich bin down. Oh, okay, ich komme. Ich bin nämlich auch fast down. Oh, die Olle ist da. Vielleicht hältst du mir wieder hoch? Oh, bitte vorbei. Hello? Ja, warte. Jetzt musst du auch wirklich aufpassen, ne? Bist du das? Die Olle ist auch down. Bin down. Schon wieder? Oh. Digga, du musst jetzt aufpassen, ne? Weil ich habe auch fast nichts mehr. So, die ist tot. Einer lebt da noch. Alter. Er wurde weggepumpt. Alter Schwede. Hä, 4 jetzt oder was? Nee, das war. Alter, das waren echt 4, ne? Krass. What the fuck, ey? Digga, es wird immer cranker. Marvin, meinst du, da drüben ist eine Höhle, oder? War da schon mal drin, ne? Da waren wir schon mal drin, ja. Es könnte sogar die Höhle sein, wo nichts drin war. Nichts war, ne? Wir könnten dennoch mal hingehen. Und ich wasche mich auch mal kurz. Ja, kurz ein bisschen hier waschen. Ja. Deswegen hauen wir nicht ab hier, ne? Wir müssen ja noch unsere Challenge hier, unsere Schatzkarte müssen wir hier mal langsam. Da müssen wir aber langsam weiterkommen. Ich lese. Langsam Zeit. Ich lese gleich nochmal für alle Muchachos vor, was unser Plan ist. Und was wir bisher gemacht haben. Natürlich. Mal kurz auffreshen hier. Fresh these up. Warte mal, du hast doch irgendwas Cooles auch für die gute Dame gefunden, oder? Hast du nicht so einen neuen Lederanzug gefunden? Willst du sie gleich mal abfreshen? Den hab ich ja schon angezogen. Echt, hast du? Dann hast du sie schon mal. Dann zieh mal an, weil ich hab den Jürgen nicht. Hello, Madam. Hallo, machen Sie sich sexy? Achso, den hatte ich aber schon mal. Okay, ich dachte, es wäre nochmal was komplett Neues. Digga, wie die Vögel zwitschern, echt. Ey, das ist keine Scheiße, ich habe keinen Klebeband mehr, aber kann keine Portemonnaies öffnen. Kann ich auch nicht. So, Deko, beschütz mich, es geht nochmal los, ja? Eine Insel weit im Südosten. Guck mal auf die Karte, da waren wir ja letztes Mal. Also, wenn wir hier sind, hier im Norden, wenn man so guckt. Ja, genau, in die Richtung. Mit der Landbrücke, mit dem See in der Mitte. Da steht nämlich, nördlich von ihr, so gebe ich zum Besten, ein weiteres Eiland mit Brücke zum Land. Da sind wir jetzt lang gegangen, ne? In der Mitte ein See, eins ich dort stand. Ich hatte 2 Häuser, ich verrate euch die Route. Von der See Richtung Norden, so kommt euch zugute in Richtung der Stelle, an der sich 3 Flüsse küssen, findet ihr mein Grab und das meiner Süßen. Also wir wollen jetzt eigentlich hier aber weiter. 3 Flüsse, wo? Ja, da haben wir doch letztes Mal gesehen. Hier also vorne kreuzen sich 2. Ich habe das nie gesehen, du hast das gesehen. Da sind doch 3. Meintest du das? Also ja, da kreuzen sich 2, aber das ergibt, also das daraus, das sieht so aus, als wären da so 3, weißt du? Nein. Vielleicht meint er das einfach nur. Ich weiß, die ziehen alle zusammen und zieht in einen und dann geht's ins Meer, ja. Aber vielleicht meint er das. Weil das wäre die einzige Stelle, die hier sonst so. Ja, aber es kreuzen sich da ja nicht 3 Flüsse. Vielleicht hat er das so gesehen. Oder wenn du hier irgendwas anderes sehen kannst, wo das sonst passt. Also ich sehe nichts. Ich würde jetzt erstmal hintapseln und auf das Beste hoffen, dass er. Also vielleicht hätte man eher sagen müssen. Da am Strand irgendwo ist ja auch ein grüner Punkt, ne? Da kreuzen sich 2 Flüsse, die werden zu einem oder irgendwie sowas. Und da ist das Grab meiner Chaco-Dame. Reimen kann ich. Ach so, du meinst, dass er dachte, weil einer vom Meer kommt und 2 vom Landesinneren quasi. Genau. Was heißt vom Meer kommt, ne? Also eigentlich meistens bei Inseln ist ja so, die treffen sich zu einem und gehen dann ins Meer, ne? Aber ja, okay, weil sonst habe ich absolut keine Ahnung. Und da, wo die Flüsse sich kreuzen, da ist richtig, oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen, damit wir schneller unterwegs sind, Deko. Lies aber den Teil vor. Ich hatte 2 Häuser, ich fahrt euch die Route von dem See Richtung Norden, so kommt euch zugute, in Richtung der Stelle, an der sich 3 Flüsse küssen. Also eigentlich sind es ja nur 2, ne? Aber egal. Das war's, oder was? Nee, ja, warte, ich werde hier gerade wieder verfolgt. Ich bin hier mit dem Schlitten unterwegs, das war nicht so smart. Lalalala. In Richtung der Stelle, an der sich 3 Flüsse küssen, findet ihr mein Grab und das meiner Süßen. Also dort finden wir einfach nur ein Grab. Dann sind wir falsch gegangen eigentlich. Ich guck gerade nicht auf die Karte. Ah, nee. By the way, Marvin, hier ist eine Schildkröte. Ah, ist das so eine fette? Nee, das ist eine Süßwasserschildkröte, oder? Achso, genau. Dazu auch nochmal, das habe ich ja euch auch gesagt. Der gute Sergei Fährlich, ihr seid echt Helden. Am Strand sind Meeresschildkröten. Bei denen könnt ihr den Panzer mitnehmen. Also nicht Süßwasser. Wir sind in die Freiheit! Keine Süßwasserschildkröten. Aber wir sind falsch gegangen, weil er meinte ja, wir müssten von der Insel in Richtung der Stelle, wo sich 3 Flüsse kreuzen. Er meinte ja nicht, dass das Grab an der Stelle ist, wo sich 3 Flüsse kreuzen, sondern nur in der Richtung. Wir können ja nochmal von vorne machen, ne? Es gibt eine Insel weit im Südosten. Check.
Nördlich von ihr, so gebe ich zum Besten, ein weiteres Island mit Brücke zum Land. In der Mitte ein das See. Das ist die zweite Insel. Ein See, genau. Einzig dort stand. Ich hatte zwei Häuser. Ich verrate euch die Route von dem See Richtung Norden. Also ist auch wieder Richtung Norden, das passt. So kommt euch zugute in Richtung der Stelle, an der sich zwei Flüsse küssen. Also das passt auch alles. Ja, ja, aber Norden. Es heißt ja, wir müssen von der Insel, von dem See in der Mitte, in Richtung der Stelle, wo sich die Flüsse kreuzen gehen. Und irgendwo ist halt ein Grab. Ja. Wir kommen ja jetzt von einer anderen Richtung. Ich denke mal, Wir gehen jetzt erstmal zu dieser Stelle. Und dort in der Nähe muss dann was sein. Waldbrand. Oh, guck mal, was will der denn? Alter Schwede, ey, den hast du ja richtig. Den hast du ja richtig weggeknallt. Warte mal, kann ich sofort ins Feuer werfen? Feuer aus. Ja. Digga, willst du wegrennen oder was? Lauf, Junge, lauf! Okay. Aber hier müssen wir irgendwo nach einem Grab schauen, würde ich sagen. Dann unten am. Warte mal, ich schau mal kurz die Karte. Genau da lang gehen. Ja, dann müssen wir unten am Berg jetzt lang gehen und schauen, ob da noch was ist. Aber ich würde erstmal hier die Gegend ein bisschen erkunden. Wir können ja mal so ein bisschen hier. Einfach mal lang gehen. Einfach mal schauen. Das müssen ja höchstwahrscheinlich. Was ist denn das hier? Wow, Alter! Digga, diese komische Ninjutsu-Mutanten. Ja, Alter! Die kommen hier aus irgendwelchen Büschen raus, ey! Ich check das auf jeden Fall mal ab hier in der Nähe. Das müssen ja dann ja höchstwahrscheinlich wieder irgendwelche Kreuzgräber sein. Aber was ich auch nicht verstanden habe, ist es mit den zwei Häusern. Im Text redet er von zwei Häusern, aber wir haben ja nirgendwo zwei Häuser gesehen. Ich hatte zwei Häuser, ich war grad. Digga! Diese kleinen Tachos, die nerven übertrieben, ey. Digga, dich töten wir, aber richtig. So, warte, ab ins Wasser mit dir. Alter Schwede. Digga, wie das aussieht, ich hab aber sein Gebiss und seine Augen. Runter mit dir, du Lappen, ey. Ab ins Meer mit dir. Gra, gra! Der hängt da fest jetzt. Ja, leider. Würde ich sagen, gehen wir nochmal Richtung Strand. Leute, ich hab wieder aufgehoben. Schwede, ey, hier sind einfach zu viele. Hä, wer liegt denn da unten? Hat er eine Hose an? Digga, der war auch wieder bei H&M, ey. Und ab ins Meer mit dir! Das ist geil, ey. Also in Richtung, wo sich die drei Flüsse küssen. Entweder wir gucken hier nochmal genauer. Ich gehe nochmal kurz ein bisschen weiter nach oben. Also, ne, weil das Ding ist ja jetzt, Muchachos, hier küssen sich nur zwei Flüsse und werden zu einem. Aber es fließen ja drei Wasserläufe zusammen hier oder so. Das ist die einzige Stelle, die wir uns aus dem Rätsel irgendwie zusammen lösen können, die irgendwie passt. Ja. Aber es ist halt unlogisch, weil es keine drei Flüsse sind, die zusammenkommen. Aber das steht ja nur in Richtung der Stelle, ne? Also steht nicht, dass Häuser es direkt haben da wir auch nicht gesehen. Dann würde ich nochmal durch den Wald gehen am besten. Von der Stelle. LOL. Hast du den Kopf abgehauen? Mit einem Hit den Kopf abgeschlagen. Digga, richtiger Samurai, ey. Samurai! Kokoro Moria! Aber du musst deine Karte offen halten, ne? Ja, ja, hab ich auch. Weil die Gräber, glaube ich, die piepen ja immer, oder? Oh, nee. Nicht immer. Ich würde sagen, wir lassen das. Wenn hier jetzt nichts kommt am Ende der Straße, dann machen wir ein anderes Rätsel oder zurück zur Base. Ah, da sind Häuser. Oh, Häuser sind gut. Häuser sind gut. Oh. Zwei Häuser. Oh, nice. Okay, also da steht jetzt. Ich hatte zwei Häuser. Ich verrate euch die Route von dem See Richtung Norden. So kommt euch zugute. Also dann scheint echt hier was zu sein, glaube ich. Dann ist das hier der Place to be. Oh, hallo. Irgendwas Nices. Los, geben Sie mir ein Nice. Aber nice hier. Grab. Digga, dass wir das doch gefunden haben, Alter. Geko war schon richtig salzig. Digga, ich will sein Grab ausbuddeln jetzt, ey. Oh ja, los. Los! Ein Seil. Und Klebeband. Nice. Es hat sich gelohnt. Weiter.
Weiter, weiter. Hallo. Los. Den Typen graben wir auch raus. Hä, das war's? Es war eine Schatzkarte. Er hat nicht gesagt, dass da was Geiles zu das finden stimmt. ist. Aber hier sind noch drei Häuser, ne? Hier ist noch ein Haus. Stimmt, hier sind drei Häuser. Digga, muss er kann uns sein. Ja mal in die Kommentare schreiben. Wer war das? Das war der gute Jones Hyde. Jones Hyatt? Kannst du mal in die Kommentare schreiben, ob wir deine Schatzkarte erfolgreich gelüftet haben? Also, hier war jetzt nichts, aber wir haben immerhin Gräber gefunden. Es waren zwei Gräber auch, das hat ja auch gepasst. Ja. Aber da war eben nichts Krasses, ne? Können wir mal so festhalten. Konserven? Das hier müsste eher sein eigentlich, ne? warte, wir machen das anders, Deko. Verbrenn ihn. Verbrenne seinen Geist, das freut mich auch. Mann. Aber nur ihn, seine Frau muss noch weiter wandeln. Beide verbrannt. Oh! Weiche Geist! Der Ziegelmann verlässt sein Körper. Yeah. Alter, alles fängt an zu brennen hier, lass dir abbauen. Alter, ich glaube, wir haben sie ausgetrieben, ey. Ich glaube auch. Sehr schön. Geil. Also okay, wir waren immerhin erfolgreich. Zwei Seelen haben wir befreit, ja? Perfekt. Also, Muchachos. In Frieden ruhen. Soll es auch für heute gewesen sein. Wir können in der nächsten Folge mal in Richtung Strand runtergehen und diese sogenannten Meeresschildkröten finden. Ja, vielleicht Digga, ist es so. Vielleicht ist das ja ein Egal, Hoax. Wir versuchen es. Wir schauen mal. Ne? Also, ich will es versuchen. Ich bin mir zu 98% sicher, dass wir schon wieder verarscht werden. Aber es wird ja so, es wird schon sehr ausdauernd behauptet. 2% left, ne? Also. Mit den Schildkröten, also vielleicht misstraue ich euch ja zu Unrecht. Also, Chachos, Daumen nach oben ballern, bis dann, reingehauen. Ciao.